Börse, Pulsmesser für die Wirtschaft. Im Frühjahr 2008, als die Finanzwelt für viele noch in Ordnung schien, starteten wir mit Dreharbeiten zu einem Film über die Frankfurter Börse. Daraus wurde die Chronik eines Krisenjahres. Das hat doch noch keiner erlebt, sowas. Diese Panik, Panik, wovor? Weltuntergang. Wir begleiten zwei Börsianer durch das Krisenjahr, erleben mit, wie ihre Welt ins Wanken gerät. Der eine, Dirk Müller, Aktienhändler. 3. Februar 2008. Müller ist jetzt schon skeptisch, als einsamer Mahner am Frankfurter Parkett. Auch heute wird er dort wieder Aktien verkaufen, doch er selbst ist vorsichtig. Es gibt natürlich Phasen, in denen auch ich Aktien habe, als Anlageform, jetzt nicht zum Zocken, sondern als Anlageform. Ich sage mal, wenn man da 12 Stunden da unten sitzt und zockt, dann muss man das nicht unbedingt noch dann im Feierabend haben. Aber es gibt auch Phasen, in denen ich keine Aktien habe, wenn es mir einfach zu gefährlich ist, wenn der Markt mir zu riskant erscheint. So wie im Moment zum Beispiel, dann halte ich mich da sehr zurück und dann muss ich dann nicht unbedingt Aktien haben. Auch einen zweiten Börsianer begleiten wir an diesem Tag im Februar 2008 zu seiner Arbeit an der Börse. Gerade sind einige Banken ins Gerede gekommen, die Milliarden mit amerikanischen Ramschkrediten verzockt haben sollen. Doch Robert Halver, Analyst einer Investmentbank, glaubt, das wird schon wieder. Was mich also wirklich ärgert, was mich wütend macht, ist natürlich, dass die schwarzen Schafe der Branche im Augenblick die ganze Bankenbranche in den Dreck ziehen, nach dem Motto, hau den Banker, alle Banker in einen Sack und drauf. Und das passt natürlich nicht. Die große Mehrheit der Banker macht einen sauberen, vollkommen unproblematischen Job. Aber ich denke mir, auch das bekommt man wieder in den Griff. Man muss eben mehr auf Vertrauen, mehr auf Transparenz machen, dann klappt das schon wieder. Halver ist für die gute Stimmung zuständig. Noch herrscht Champagnerlaune morgens vor der Börse. Der DAX scheint stabil bei 6.500 Punkten. Wer mag da ernsthaft an Krise denken? Robert Halver ist Daueroptimist. Bullen und Bären nennt man die Gegensätze an der Börse. Bullen stemmen die Kurse nach oben, Bären drücken sie nach unten. Halver ist also Bulle und Analyst. Der Analyst nimmt jeden Tag neue Informationen auf. Er hat ja ein Weltbild, das er jeden Tag adjustieren muss, ein wenig. Ja, wohin geht die Aktienfantasie im nächsten halben Jahr? Was machen die Renten, was machen die Währungen? Da haben sie eine Meinung. Und diese Meinung wird ja jeden Tag ein bisschen adjustiert, weil sie jeden Tag ein bisschen mehr wissen. Und das hole ich mir sehr gerne hier ab. Gerade die Emotion. Börse ist nicht nur Fundamentalismus. Was macht eine US-Konjunktur? Gehen Zinsen rauf oder runter? Was will der Anleger? Ist er unter Panik oder sagt er Euphorie pur, ich kaufe, oder Panik, ich verkaufe alles? Dirk Müller dagegen ist ein Bär. Seine Stimmung gedrückt. Anleger, Wirtschaftsbosse und Journalisten schauen wie jeden Tag gespannt auf ihn und seine Kollegen. Denn die Kurse gelten als Spiegelbild der Wirtschaftslage insgesamt. Über den Computer bekommt der Aktienhändler seine Aufträge herein. Jawohl, da möchte eben ein Kunde 109 Daimler kaufen mit 54,42 Euro. Die habe ich ihm just in dem Augenblick verkauft, weil kein anderer Verkäufer da ist. Jetzt kommt jemand, der möchte in einem anderen Wertpapier mit 6,93 800 Surikate AG verkaufen mit 6,93 Euro. Ich habe angeboten, dass ich bereit bin, die zu diesem Preis zu kaufen. Er hat auf dieses Angebot meinerseits reagiert und ich mache jetzt den Kurs und nehme ihm diese Stücke ab. Ich sage deshalb, ich nehme die Stücke ab, weil just in diesem Augenblick kein anderer da ist, der diese Stücke kaufen möchte zu diesem Preis. Ich aber den fairen Preis dort angesiedelt sehe und deshalb kaufe ich diese Aktie in dem Augenblick selbst. Vielleicht in den nächsten Minuten geht es die andere Seite und ich verkaufe diese Aktie. Müller hat gleich einen Interviewtermin bei Bloomberg TV, einem reinen Börsensender, der dem New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg gehört. Müller will warnen, ganz gegen den Trend in diesen Tagen. Beim Börsensender Bloomberg gibt es weder Techniker noch Kameraleute. Der Moderator Richard Weiß muss sich selbst identifizieren, um auf Sendung zu gehen, per Fingerabdruck. Das muss ja alles immer noch, ne, dreimal abgesichert sein. Die Kamera ist fest installiert. Wir haben hier unseren automatischen Kameramann, also ein kleines Kontrollboard hier, direkt aus Raumschiff Enterprise haben wir das übernommen hier, womit man sich selber seinen Fokus, seine Blende, also Helligkeit, Kontrast, damit es auch zu den Sachen passt. Schärfe, Ausschnitt, die Zuschauer haben wir mal gerne, das DAX-Tageschartbild hinten mit dabei, dass man sich das alles so einstellen kann, dass das zum jeweiligen
Moderator oder Präsenter, der da steht, passt. Die Moderatorin aus New York schaltet Dirk Möhler direkt auf Sendung. Seine Analyse eine deutliche Warnung. Tja, die Frage stellen sich viele und man hört an allen Orten wieder von Kaufempfehlungen und man hört davon, dass das Thema bald durch sein sollte. Aber ich gebe zu bedenken, dass es sich hier nicht wie 2000 um ein Problem eines überhitzten Aktienmarkts handelt. Man muss immer sagen, wir handeln hier nur Wahrscheinlichkeiten an der Börse. Aber die Risiken, die sind im Moment so groß, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr waren. Damit passt er nicht ins Gute-Laune-Konzept der Börsenoptimisten. Es ist immer schwer, sich gegen die Mehrheit zu stellen. Und natürlich gibt es auch ein bisschen Gegenwind. Man hört das auch sicherlich auch nicht so gerne. Man hört dann freudige Kommentare lieber. Aber ich denke, so ein Gegengewicht muss auch sein. Robert Halver macht weiter Stimmung. Jungs, das ist Zinssenkungsfantasie. Das ist hier im Schweinsgalopp, ja? Hier laufen die Aktien wieder. Hier ist mal wieder voll mit dabei. Ja? Fundamentaldaten sind nicht so schlecht. Die Panik ist weg. Im Februar 2008 sind Bären wie Dirk Möhler hier nicht wohl gelitten. Alles Schwarzmalerei, sagen die Bullen. Und die Verluste der Banken nur halb so schlimm. Bulle Halver hofft auf Zinssenkungen in Amerika. Aber es hat immer so funktioniert. In Amerika hat man immer die Fädchen zur Tränke geführt und sie haben immer gesoffen. Sie haben immer gesoffen. Es hat immer funktioniert und irgendwann platzt die Blase. Das ist, von der Logik her kann das nicht gut gehen. Wenn ich etwas, das ist hier im Einleuchten, wenn ich irgendwas ausschließlich auf Kredit aufbaue und nur auf Kredit die Nachfrage schürfe und alles nur auf Kredit, da ist ja jedem klar, dass das irgendwann schief gehen muss. Ja, aber du vergisst natürlich immer wieder, es gibt natürlich auch die Inder und die Chinesen und russische Investoren, die haben ja nun Geld. Nee. Doch, die haben Geld. Nee. Überschüsse, Leistungsbilanz, Handelsbilanz, da wird es einfach investiert, auch die in Amerika. Die haben Kreditversprechen. Die Amerikaner haben 9,5 Billionen Schulden, der US-Staat, und die asiatischen, Indien, China und so weiter, haben diese Schuldversprechen auch bei sich auf den Büchern. Das ist nichts wert als heiße Luft. Das sind nur leere Versprechungen des amerikanischen Staates auf eine Konjunktur, die nicht mehr existiert. Du leitest Wasser auf meine Mühle. Das bedeutet nichts anderes, dass niemand Interesse hat, dass Amerika ein Problem hat. Wenn ich eben so viele Währungsreserven habe, ja, dann sage ich ja, da darf nichts mit passieren. Also stütze ich Amerika, damit meine eigenen Vermögenspositionen nicht wertlos sind. Und das hilft auch wieder, ja? Und ich denke mir, Dirk, das kriegen wir wieder hin. Na, ich bin sehr pessimistisch, dass die Nummer nochmal abgefangen wird. Aber so muss das sein, Robert. Ja. Man darf nicht gierig werden, glaube ich. Oben auf der Besuchergalerie blicken die Mitglieder eines Anlegerclubs aus Schwäbisch Gmünd hinunter in die Börsenarena und ahnen wohl noch nichts von den aufziehenden Problemen. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, die Börse. Ich habe es zwar im Fernsehen, sehe ich es ja tagtäglich, weil ich eben immer reinschaue in DAX, aber das ist ja jetzt hier alles ganz ruhig. Manche sitzen da, wie wenn sich gar nichts tun würde. Ich dachte immer, das ist also ein unheimliches Leben, wie wenn hier Ameisen sich bewegen würden. Das ist gar nicht der Fall. Also ich bin wirklich sprachlos. Wir haben also jetzt unter uns den Boden von 160 Werten, sortiert nach DAX, MDAX, SDAX und TechDAX. Wir sehen also jetzt hier, wenn es blinkt, grün, der Wert geht nach oben, rot, es geht nach unten. Ich weiß, Sie wollen es nur grün blinken sehen und wenig rot, ja, verständlich. Ja. Im Gegensatz zum Walk of Fame, kommt ja. Dies, wenn du in diesem DAX rausfällst, kommt die Tafel wieder weg. Richtig. Ja. Frank Lehmann, Urgestein des ARD-Börsenfernsehens, ist heute zu Besuch. Vieles hat sich hier verändert, nicht alles zum Besten, wie er findet. Ja, der wird noch poliert hier, der wird noch poliert. Das ist noch der alte Parkettboden. Das ist ein neues Parkett hier, das hier. Und das ist schon von Geburt an stumpf. Also man kann nicht mehr so ausrutschen. Das war früher so, wenn die hier rausgeflitzt sind und haben da hinten einen Auftrag bekommen, ja, per Telefon, dann rasten die mit ihrem Einkaufszettel oder Verkaufszettel hier durch und haben natürlich ist die Gefahr, dass sie hier ausgehen, sind so reingesprungen. Und ich habe schon etliche Ausrutschen sehen und so weiter, weil jeden Abend wurde dieses Parkett, genau wie dieses noch, mit Poliermaschinen, ja, da gingen die hier durch und haben alles wunderbar poliert. Wenn du hier reinkamst, war alles glatt und glänzend. Was habe ich da schon manche Leute gesehen, die in dem Augenblick natürlich furchtbar gebrüllt haben, weil sie 2 Sekunden versäumt haben, weil sie hier aufrappeln mussten, haben einen Zettel in der Hand. Und der Kunde hat gesagt, sofort ausführen. Dann lag der da in der Ecke, hat sich berappelt, musste wieder rück. Die 2 Sekunden, viel mehr, hat er dann gebrüllt. Ja? Also, das war schon lustig. Also das glatte Parkett im wahrsten Sinne des Wortes ist auch weg. Der neu renovierte Börsensaal dient vor allem als TV-Kulisse. Der laute Handel auf Zuruf ist verschwunden und die meisten Makler wurden bereits durch Computersysteme ersetzt. Jetzt läuft das alles über die Bildschirme anonym. Sie können damit auch Kurse manipulieren. Ich meine, gut, es gibt genug Aufsicht und das ist alles, ich will ja nicht juristisch, alles einwandfrei. Aber Sie können versteckt
Aufträge lancieren über verschiedene Börsen. Das läuft über die Programme, da weiß keiner, wer dahinter steckt. Keiner so richtig, wer dahinter steckt. Also auch ein ganz großes Monopoly. Das ist schon immer gewesen, aber es war früher überschaubarer und zum Teil auch berechenbarer. Bis später. Ruhelos Dirk Müller. Ein Plausch mit Frank Lehmann kommt ihm da gerade recht. Die Risiken sind so groß, wie wir seit Jahrzehnten nicht mehr haben. Das muss nicht schlimm kommen. Aber ich sage, bei den Risiken muss ich nicht dabei sein. Ich kann dabei sein, wenn alles positiv aussieht. Wenn ich halbwegs die Risiken abschätzen kann. Aber überleg mal, wann war es Anfang letzten Jahres? Waren wir 6.400 Punkte im DAX. Ja. Und da hatten wir von wunderbaren Konjunkturaussichten gesprochen und was weiß ich was. Jetzt sind wir hier bei 6.700, 6.600 Punkten und reden von Rezession in Amerika, Bankenpleiten und sonst was. Das passt einfach nicht zusammen. Was sagt ihr das? Was würde so ein Privatanleger denn jetzt raten in dieser Phase? Raus? Oh, also der Crash von 1987 kann sich wiederholen, oder was? Auf jeden Fall. Kommt alles auf ein dunkles Bild raus. Gut. Es gibt eine einzige Variante, wo mir sagt, okay, die Nummer kann sich nochmal verschieben. Und da bin ich mit Robert Halber auf einer Linie. Der sieht das ähnlich, der sagt nur einen anderen Zeithorizont. Das System fliegt uns irgendwann um die Ohren. Ich sage nur, es besteht die Gefahr, dass es jetzt passiert. Und er sagt, er glaubt, das geht noch ein paar Jahre. Weil einfach die Mächte in Amerika so groß sind, das Zusammenspiel, die das Interesse daran haben, es aufrechtzuerhalten, so stabil sind, dass sie das Ding weiterziehen. Und solange die Chinesen bereit sind, von den Amerikanern ihre Versprechungen als Bezahlung zu akzeptieren, solange kann das System funktionieren. Dann ist doch Börse nur ein Spielball von irgendwelchen Mächten. Ja, sicher. Sicher. Ja. Plötzlich Alarmstimmung. Irgendwelche Mächte lassen die Kurse abwärts rauschen. Und Dirk Müller ist nicht da. Verpasst er gar den großen Crash, den er selbst prophezeit hat? Macht nix. Sein Kollege wird ungeduldig. Millionenverluste drohen. Höchste Wachsamkeit ist geboten. Ach so, weil du sagst, dass du mich abladen? Nee. Und her damit. So, und jetzt passiert, dass der Markt im Moment durchbricht. Das geht eben mit runter, ja. Im Moment wird dieses Spiel gespielt. Die einen sagen, das bricht durch und verkaufen. Die anderen sagen, das hält und kaufen. Wir werden in den nächsten 10 Minuten wissen, wer von den beiden recht hatte. Und dann müssen die falsch liegen, ganz schnell ihre Position wieder glatt machen. Deshalb kommt dann sehr viel Volumen in den Markt und das passiert im Moment gerade. Das bricht. Der DAX auf Talfahrt. Aktienhändler Müller verkauft jetzt, was er hat. Auch mit Verlust. Kollege drüben, der es hier schon seinem Adrenalin Luft gemacht hat, weil er sehr schnell jetzt reagieren muss, um seine Position klarzustellen. Es bricht! Ja, das sind so Momente der Anspannung, wo man drauf lauert, was passiert da jetzt, was kommt als nächstes. Keine Freude hier. Was dann noch schlimmer als erwartet. Also, die nächste Zinssenkung kommt. Dann betritt er das Parkett. Elektriker Reinhardt, 24 Jahre lang schon der Mann für Notfälle. So manchen Absturz hat er beobachtet und auch, dass es am Ende immer wieder aufwärts ging. Naja, gucken wir mal, vielleicht können wir was mehr tun. Hallo? Richtig, wie sieht's aus? Ihr habt Probleme, kann man was helfen? Nein, gehen wir schon hin. Während des Kursabfalls ist auch noch die große DAX-Tafel ausgefallen. Eigentlich steht sie schon unter Denkmalschutz, als einziges Relikt aus dem alten Börsensaal. Doch nun fehlen die Ersatzteile. Ja, das ist ja hauptsächlich auch für die Fernsehanstalte, dass sie das rüberbringen können. Ja, in einer halben Stunde soll wieder eine Live-Sendung sein. Ja. In einer halben Stunde müssen jetzt alle Plättchen ausgetauscht haben. Ja, zumindest im größten Teil. Was ist zu machen? Ich gebe mir Mühe. Robert Halver wird langsam ungeduldig. Nun sollten die Zinssenkungen in den USA, die der Analyst ständig als Rettung der Wirtschaft ankündigt, auch mal kommen. Das Börsenfernsehen hat live nach Washington geschaltet. Doch Zinssenkungen sind nicht in Sicht.
Inflation deutet überhaupt nichts mehr in Amerika. Es geht nur um die Konjunktur, um die Konjunktur, um die Konjunktur. Also Zinssenkung. Die nächste bitte. Immerhin, die DAX-Tafel läuft wieder. Funktioniert. Funktioniert und man sieht, es ist im Höhenflug. Es geht hoch. Man sieht aber. Ja, genau. Unter dem Parkett beginnt die Welt von Elektriker Reinhardt. In den Katakomben der Frankfurter Börse zieht er buchstäblich die Strippen. Für das Funktionieren der Börse ist Technik eminent wichtig. Wenn keine Technik hier wäre, geht überhaupt nichts. Es läuft ja alles über Computer, über Xetra. Und die Order kriegen die alle über Telefon, wird überhaupt nichts gehen. Also mit anderen Worten, auch ohne Menschen wie Sie würde es auch nicht wirklich laufen? Dann wird es nicht laufen. Es muss auch die Leute geben im Hintergrund, wo die Technik zum Laufen bringen und auch am Laufen halten. Die kommen hier an nochmal in dem Hauptverteiler Börse und von hier aus wird es dann überall hin in jedes Büro, ist der heiße Draht. Wenn man hier die Leitung kappe, ist der Laden tot. Noch ahnt Reinhardt nicht, dass die Börsenwelt bald aus ganz anderen Gründen wanken wird. Doch schon heute findet er den Blick auf die DAX-Tafel unerfreulich. Daran seien die Banken schuld, die leichtfertig Milliarden verspielt hätten. Ja, eigentlich sollte das besser kontrolliert werden, dass die Leute nicht so mit dem Geld rumschmeißen können. Denn es soll schon ein bisschen besser auf die Finger geschaut werden. Es ist immer wieder der kleine Mann, wo beschissen wird. Wo quasi unser Geld gebracht wird. Durchatmen für Robert Halver. Endlich verkündet der Chef der US-Notenbank die ersehnten Zinssenkungen. Nun geht es aufwärts, erklärt Halver gern jedem, der es hören will. Die Pferdchen müssen saufen, ja. Aber es hat immer funktioniert, Herr Lehmann, in der Vergangenheit. Zinssenken haben zumindest in einer gewissen Zeit dazu geführt, dass die Konsumenten für Vertrauen gefasst haben, wieder konsumiert haben, wobei es diesmal schwieriger ist. Aber Frage. Was soll so ein kleiner Privatanleger denken von der Zockerei, die auch die Schweizer Banken erfasst hat? Was denken die darüber? Was sagen sie denen? Abwarten muss man hier und sagen, die Banken haben in der Vergangenheit sicherlich kräftig zugelangt bei der Hypothekenkrise, bei der Subprime, wie man es so schön nennt. Haben doch gezockt, die Jungs. Ist gezockt worden und dafür ist der Preis bezahlt und die Notenbanken sind die Retter, ja? Quasi die Mutter Teresa auf der Bank. Die Mutter Teresa, das habe ich heute nie gehört. Guck mal, der Halver immer für einen guten Spruch bereit. Doch es kommt anders. Einem hitzig nervösen Sommer folgt der Absturz im Herbst. Crashkurs weltweit. Bankenpleiten, Firmenpleiten. Die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten bahnt sich an. Horrornachrichten gehen auf Sendung im Stundentakt. Das bricht auch dem stärksten Börsenbullen das Genick. Herbst 2008. Zurück mit Dirk Müller. Mr. DAX, wie Sie ihn auch nennen, sitzt nicht mehr im Börsensaal, sondern ganz hinten im ersten Stock. Vielen hier haben seine düsteren Prognosen gar nicht gefallen. Dabei hatte er das Elend schon früher als andere heraufziehen sehen. Ja, offen gestanden, mit so einer Prognose ist mir auch gar nicht böse, wenn sie nicht eintrifft. Aber ja, leider ist es so gekommen und habe leider recht bekommen. Ich gehe davon aus, dass das noch eine ganze Weile anhält und dass wir noch deutlich runtergehen und dass da bis mindestens Mitte bis Ende 2009 uns die Sache hier begleiten wird und dass bis jetzt noch längst nicht absehbar ist, was da noch alles hochkommt. Ein Börsenreporter verkabelt Analyst Robert Halver für ein Interview. Dass es so schlimm kommen würde, hat er nicht gedacht. So, einmal drehen bitte, Kamera straight on. Doch die Sprache verschlägt es ihm noch lange nicht. Dabei jagt gerade eine Bankenpleite die nächste. Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Die Finanzkrise war der Ausgangspunkt. Finanzkrise, daraus wurde die Vertrauenskrise. Man raubt das ab, Geld. Scheiße. Willst du auch kein Halb mehr? Vergisst du kein Halb mehr, du. Das geht an einem Ding runter. Selbst der ewige Optimist Halver gerät langsam aus der Ruhe. Hör mal, ist du aber eingefallen. Jetzt sagst du mir bitte mal, wer verkauft jetzt noch? Geht die Welt morgens unter oder haben wir einen Strukturbruch? Das ist unvorstellbar. Das geht nur eine Richtung. Also das Einzige, was noch hält, ist VW. Und dann VW. VW geht den Rest der Welt, ja? Also ich kapiere es nicht mehr. Ja? Und es macht auch keinen Spaß mehr. Jetzt bin ich knackig. Probleme sind
alle Orten und es kommen jeden Tag neue Horrormeldungen dazu, neue Probleme dazu. Und die Verunsicherung ist riesengroß, keiner weiß, wie es tief sein kann. Im Moment weiß doch sowieso keiner mehr, was los ist. Das Geld ist da, aber keiner will es haben. Wir verdursten eine Liquidität. Ja? Aber wenn schon die alten Dinge hier nicht mehr funktionieren, wenn Amerika Gas gibt und keiner will es mehr haben. Ja, man muss natürlich höllisch aufpassen, dass es hier nicht allzu viel Geld kostet. Denn wir reagieren als Puffer hier dazwischen und müssen auch Papiere aufnehmen, wenn gerade kein anderer kauft. Also das ist schon eine ziemlich gefährliche Geschichte im Augenblick. Wer weiß, wenn man so merkt, das hat doch noch keiner erlebt, sowas. Das kann man überhaupt nicht mehr fassen. Ich kann es nicht mehr fassen. Ich weiß nicht mehr, was man dazu sagen muss. Das kann man jetzt nur auslaufen lassen, ja. Sollen die hier machen, was sie wollen und dann gucken wir mal, dass irgendwann mehr Ruhe reinkommt. Aber im Moment, ich kann da nichts mehr zu sagen. Kannst du ja irgendwas noch sagen. Ja? Wenn sogar Robert Halver die Worte ausgehen, steht es ernst um die Börse. Panik im Bauch ist, dann ist doch Stand am Aschermittwoch. Da kann man nichts mehr sagen. Da ist die Panik so groß, da ist keiner mehr bereit, irgendetwas Greifbares, Fundamentales wahrzunehmen. Wir spielen Weltuntergang. Und da kann ich nichts mehr sagen. Kritik wird laut. Haben die Optimisten die Lage nicht zu lange schön geredet? Ich glaube nicht, dass Robert da beschwichtigen wollte, sondern ich denke wirklich, er sieht das in dem Augenblick auch so. Aber natürlich, ja, ich sage mal, diejenigen, die aggressiv sagen, Leute aussitzen, halten, die empfehlen den Leuten damit indirekt auf steigende Kurse zu wetten. Wenn ich sage, Leute, steigt aus den Aktien aus, wettet nicht, dann gebe ich den Leuten den Rat, aus dem Risiko zu gehen. Ich sage nicht, wettet auf fallende Kurse, ich sage nur, riskiert gar nichts. Wenn ich falsch liege, kostet es die Leute kein Geld. Sie kriegen sogar noch Zinsen auf ihrem Konto dafür. Wenn die anderen falsch liegen, mit der Empfehlung halten, dann kostet es sehr wohl sehr viel Geld. So rot wie der Tod. Tod und rot, wunderbar. Ja, das warum, geht gut. Warum habe ich einen studiert, kannst du mir jetzt sagen? Ich hätte Psychoanalyst werden sollen. Ja, er schaut zur DAX-Tafel, schaut sich den Kurs an und schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Das spiegelt genau die Stimmung wider, die momentan hier herrscht. Ja, Robert, servus. Komm rein in die Sorgenpause. Trinkst du Limo mit? Gib mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier, hat er gesagt. Ja. Hast du eine? Das ist alles für dir und schmeckt auch gut. Genau richtig. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Das fällt wie ein Stein durch. Wenn ich abends zu Hause bin, Schwiegermutter, Mutter, Freunde, Schwester rufen an, was mache ich mit dem Geld? Das ist fast noch schlimmer, als wenn ihr hier tagsüber jeden Tag die Tränensäcke wirklich vibrieren lässt. Ja. Und jetzt geben sie voll Gas, indem sie wahnsinnige Summen in den Markt reinschmeißen, um den Konsum anzukurbeln, um die Wirtschaft irgendwie zu stabilisieren. Und sie werden wieder zu spät die Bremse reinziehen, um die Zinsen zu erhöhen und das Geld rauszuziehen. Es wird wieder nicht passieren und dann kriegen wir Inflation, die uns die Schuhe auszieht. Also muss man frühzeitig was machen, aber hast du recht, der Caterpillar muss immer mehr Dreck vor sich herschieben, immer mehr PS, um es noch zu schaffen. Ja? Seit Jahrzehnten heißt, wir leben zu viel auf Pump, wir leben zu viel auf Kredit, wir verfrühstücken die Zukunft unsere Kinder werden das zurückzahlen müssen. Wenn das seit Jahrzehnten läuft, dann heißt es nichts anderes, als dass wir die Kinder sind. Wir sind diejenigen, die das zurückzahlen müssen, was sie seit Jahrzehnten verfrühstückt haben. Wir sind diese Kinder, wir müssen es ausbaden. Im Moment gerade passiert das. Mr. Dax, der schon einmal recht behielt mit seiner Crash-Prognose, ist skeptisch, ob die weltweiten Rettungspakete das Finanzsystem wieder auf die Beine bringen. Wenn nicht, dann käme am Ende vielleicht der ganz große Schnitt. Dieses System neigt sich mal wieder dem Ende und es gab immer in diesen Situationen dann wieder Reformen, eine neue Währung, ein neues Währungssystem und das System startete von vorne. Das ist kein Weltuntergang, deshalb bricht jetzt nicht die Welt zusammen und es gibt keine Jahreszeiten mehr. Es wird auch künftig noch die Sonne aufgehen, es wird künftig Unternehmen geben, es wird auch künftig Banken geben. Aber es wird große Verwerfungen geben, es wird Sieger geben, es wird Verlierer geben und es kommt zu großen Veränderungen und darauf muss man sich einfach einstellen. Müller, wie immer, pessimistisch, auch realistisch. Analyst Halver hält sich lieber an was Konkretes. So, eine Bratwurst bitte. Bei euch läuft der Rubel ja noch ganz gut hier, ne? Die Gäste kommen. Laute nette Gäste, ja. Ja. Laute nette Leute, was sind schon Leute, so lang wir haben, gell? Ja. Die kriegen ja jeden Tag einen Druck, ja. Der arme Mann, der muss halt sein Brötchen verkaufen, sein Wurst, ja. Heimweg. Frisch gestärkt findet auch Analyst Halver endlich wieder Worte für die Lage.
Das hat es noch nie gegeben und zeigt natürlich, dass an sich ja die Partylaune vorbei ist, dass wir uns also jetzt hier mit Lichtgeschwindigkeit der neuen Sachlichkeit nähern, ja, und wieder unten anfangen müssen. Also ja, der Turmbau zu Babel, das ist das, was wir erlebt haben. Der Turm ist eingebrochen und jetzt geht es darum, unten wieder anzufangen. Aber als guter Börsenanalyst hat er schon eine Exit-Strategie. Nur für den schlimmsten Fall. Wenn in der Bankenbranche kein Geld mehr zu verdienen wäre, gegessen wird immer, getrunken wird immer, da bliebe dann der Kappesanbau, also der Anbau von Kohl, wenn man in meiner rheinischen Heimat sagt. Aber ich gehe davon aus, dass die Finanzsysteme die Kurve noch einmal bekommen werden. Feierabend an der Frankfurter Börse. Auch morgen wieder werden sie hier nur mit Wahrscheinlichkeiten handeln, wie es Dirk Müller nennt. Das große Zocken wird weitergehen. Ausgang offen.